Hallo ihr Mäuse und herzlich willkommen bei einem neuen Vlog von mir. Wir haben heute die nächste Sitzung und ich freue mich einfach übertrieben. Nicht, dass ihr euch wundert, ich habe gestern ein bisschen viel gecried. Deswegen mein Auge ist die ganze Zeit on fire. Ich fühle mich auch, als könnte ich jeden Moment wieder losrollen, weil mein Auge ist einfach so trocken gerade. Ja, nicht, dass ihr euch wundert, warum mein Auge so lost aussieht. Ja, man sieht's. Ja, auf jeden Fall, wir haben gleich die nächste Sitzung. Ich freue mich sehr. Ich denke, wir werden mein Po- und Lemon-Bottle machen. Ich werde mich jetzt schon mal befreien von meiner Kleidung. Und dann schauen wir mal. Ich gehe davon aus, dass wir heute nur in der Seite arbeiten, weil ich da einfach noch ein bisschen mehr Volumen haben will. Hinten zwar auch, aber die Seiten könnten ein bisschen noch mehr sein. Und ich freue mich einfach übertrieben. Ich werde euch mal mitnehmen und danach berichten, wie viel wir reingemacht haben, was wir gemacht haben, wo wir was gemacht haben. Und ich freue mich einfach sehr. Wir haben jetzt schon vorgezeichnet, an welcher Stelle wir reingehen werden. Auch an der anderen Seite. Und ich würde sagen, let's go! So, die Seite haben wir jetzt unterspritzt, die andere auch. Ich muss jetzt noch kurz liegen. Und dann werde ich auch schon getaped und kann nach Hause fahren. So, ihr Mäuse, die Unterspritzung ist schon eine halbe Ewigkeit gefühlt her. Ich musste euch aber in den Vlog einbauen, weil es in dem nächsten Vlog den zweiten Part gibt. An dem Tag haben wir so viel reingemacht, dass ich bei 650 cc pro Seite gelandet bin. Und Leute, es sieht so gut aus. Oh mein Gott. I wish, ich könnte euch mein Popo einfach in die Kamera halten. Aber das bin einfach nicht ich. Deswegen machen wir das nicht. Aber es sieht so gut aus. Also eine absolute Empfehlung von mir, Frau Dr. Selma Uygun. Und sie macht unfassbare Arbeit und ich bin so unfassbar happy, wie wir das Ganze jetzt Stück für Stück aufgebaut haben. Es ist einfach komplett schmerzlos. Es ist richtig toll. Also ich liebe diese Behandlung. Falls ihr Po aufspritzen wollt, geht definitiv zu ihr. Ich habe übrigens auch zu dem Thema separat noch einige Videos online, wo ich auch ganz, ganz viele Fragen beantworte. Ich bin gerade wach geworden, Leute. Ich gucke gerade meine E-Mails. Und ich habe ja gesagt, eine Freundin und ich, wir haben einen Türkischkurs gebucht für nächste Woche. Wir haben seit Monaten alles geplant dafür. Ich habe alles organisiert wegen den Hunden, weil ich auch gucken muss, dass ich die Hunde nicht mitnehme, genug Ruhe habe zu dem Zeitpunkt. So jetzt habe ich extra Urlaub genommen und dann heute am Mittwoch, Montag fängt der Kurs an, kriegen wir eine E-Mail, der Kurs findet nicht statt. Ich habe extra das Buch und alles dafür gekauft. Leute, ich krieg die Krise. Ich krieg wirklich die Krise. Ich finde das echt eine Unverschämtheit. Das war auch nicht preiswert. Wie gesagt, das Buch hat ja auch Geld gekostet. Wenn wir jetzt einen anderen Kurs zum Beispiel an einer anderen Hochschule oder so buchen und die ein anderes Buch verwenden, was machen wir dann? Ey, ich bin gerade so sauer. Ich bin gerade so sauer. Ich fahre jetzt gleich ins Hammam. Ich bin ja dort verabredet und ja, ich werde mich jetzt schnell fertig machen. Ich bin seit 10 Minuten im Bett, obwohl ich eigentlich schon lange hätte aufstehen müssen. Ich bin so sauer gerade. Ich bin gerade so sauer. Kann diesen Monat einfach mal irgendetwas klappen? Ich kann gerade heulen. Dieser Monat ist einfach so schlimm. Es geht alles schief, was schief gehen kann. Es passiert nur schlimme Sachen. Ich versuche die ganze Zeit ein positives Mindset zu haben und ich habe mich auf nichts mehr gefreut als auf diesen Sprachkurs nächste Woche, weil ich mir so dachte, ey, endlich tust du mal was für dich und investierst das Geld, was du hast, nicht nur in Bücher, sondern auch in Dinge, die dich weiterbringen werden. Ich glaube, viele verstehen gerade nicht, warum ich weine, aber dieser Monat war einfach so schlimm für mich. Es sind so viele negative Sachen passiert. Egal. Ich mache mich jetzt fertig. Ich melde mich später. Ich habe gerade echt ein richtiges Down, weil ich mich auf nichts mehr gefreut habe diesen Monat, also auf diesen Sprachkurs, weil ich mir dachte, ja Mann, endlich komme ich aus meiner Komfortzone mal raus und mache mal was anderes, bilde mich weiter. Ich wollte das seit Jahren schon machen. Ich habe alles dafür organisiert. Das war so ein Film, das zu planen, weil auch nicht jeder von meiner Familie die ganze Zeit auf die Mäuse aufpassen kann. Das ist zwar nicht lange an den Tagen, aber ich bin so sauer.
I did it. Ich habe das Buch Gate C30 zu Ende gelesen. Das ist das Buch Eine Geschichte über wahres Lebensglück von Matthew. Wie süß. Von Matthew Mockridge. Und ich sag euch ehrlich, das Buch war eine Qual. Und ich hasse es so sehr, wenn Bücher eine Qual sind. Ich verstehe nicht, warum manche Autoren dieses Bedürfnis haben, einen Satz auf 5 Seiten zu schreiben. Ich verstehe nicht, warum man sich bei solchen Themen, die wirklich wichtig sind fürs Leben und die auch gut sind zu lesen, nicht einfach mal ein bisschen kürzer fassen kann. Warum musste man das Buch auf 236 Seiten verfassen? Ich habe es nicht verstanden. Ihr hättet diese ganze Story dahinter, hätte mindestens um die Hälfte gekürzt werden können und so viel spannender verpackt werden können. Der Schreibstil ist unfassbar anstrengend gewesen. Die Lehre aus dem Buch ist richtig gut, aber der Schreibstil hat es wirklich einfach komplett verkackt. Ich sag's euch so, wie es ist. Es ist wirklich ein Top-Buch mit einer Top-Message, aber diese Art und Weise, wie man das zu lesen bekommt oder serviert bekommt, wenn man das so sagen kann, ist eine Katastrophe. Vor allen Dingen auch diese. Also es ist ein Mann, der unterschiedliche Menschen trifft in dem Buch und wenn er sich mit diesen anderen Menschen unterhält, diese andauernde Wiederholung von einer bestimmten Art und Weise, wie manche Menschen kommunizieren, wie dieses Senior oder Mann. Ich denke mir so, jo, wir haben es verstanden. Es war ein super anstrengendes Buch, es ist ein gutes Buch, die Message dahinter ist gut, aber ich sage euch ehrlich, Leute, es gibt andere Bücher, die sind bestimmt tausendmal besser als das. Hallo Leute, ich bin mal wieder unterwegs. Ich habe mich gestern gar nicht gemeldet. Eigentlich wäre gestern voll der schöne Tag gewesen, um zu vloggen. Wir waren im Hammam, wir haben schönes Essen gegessen. Ich glaube, das Essen habe ich euch sogar noch gefilmt. Aber irgendwie, ich weiß nicht, ich wollte gestern einfach mal so den Tag für sich genießen, ohne diesen Druck zu haben, irgendwas zu filmen. Weil die letzten Wochen war ja so, ich habe nicht gefilmt, weil ich es nicht gefühlt habe. Aber ich habe halt nicht wirklich viel krasse Sachen gemacht und meistens habe ich euch da auch mitgenommen. Aber irgendwie gestern war so schön und entspannt und ich brauchte das einfach mal, um das genießen zu können. Auf jeden Fall waren wir in einem anderen Hammam in Köln. Wir waren ja letztes Mal in dem Hammam, das ist so, ich glaube, das ist irgendwo da näher Aachener Straße. Und diesmal waren wir woanders und es war echt schön. Ich werde mich jetzt mal informieren, ob es hier in der Nähe einen Hammam gibt, wo man auch mit seinem Partner hingehen kann, wo man halt so paarweise dann gemacht wird. Fände ich ganz, ganz toll, weil ich liebe es, ins Hammam zu gehen. Es ist super entspannt, es ist super angenehm. Gerade bin ich jetzt im Übrigen auf dem Weg zur Tattoo-Entfernung. Wir gehen nämlich nochmal hier unten drüber, damit wirklich alles weg ist. Und dann werde ich, ja, ihr mal schreiben und fragen, wann wir den nächsten Termin machen können, dass wir unten endlich die Linie nachziehen können. Ich muss aber danach auf jeden Fall erstmal 4 bis 6 Wochen warten. Ich muss sie mal fragen, wie lange ich warten muss. Und ich freue mich ganz doll. Übrigens wird gleich auch das erste Mal sein, nach einer halben Ewigkeit, dass ich in die Stadt gehe. Ich weiß, das letzte Mal, als ich in die Stadt gegangen bin, habe ich die Mäuse mitgenommen. Und es war so anstrengend, die ganze Zeit zu tragen, weil ich ja meistens nie eine Leine für die mit habe. Vor allen Dingen nicht für Mia, weil Mia ja super hört. Aber in der Stadt ist mir das dann doch zu gefährlich. Und damals waren die auch kleiner. Ich werde die aber jetzt gleich mal im Auto lassen, in ihrer Tasche, damit ich das einfach mal kurz genießen kann nach der Tattoo-Entfernung. Einfach mal kurz zu Zara zu gehen und einfach mal kurz zu Primark zu gehen. Ich habe das nämlich wirklich sehr, sehr lange nicht mehr gemacht. Und ich dachte mir, wäre doch eigentlich mal ganz schön, wenn ich mit mir selber jetzt gleich in die Stadt gehe und einfach mal kurz ein bisschen Ruhe genieße, weil ich wollte nämlich bei Zara gucken, ob die 2 Jacken da haben. Die Jacken haben die nämlich die ganze Zeit schon reduziert, online aber nicht verfügbar. Und ich habe ja eine bekommen, die reduziert war. Die zeige ich euch nachher, die hole ich nämlich gleich von der Post ab. Ja, deswegen da gehe ich mal hin und schau mal. Und ja, ansonsten, ich wollte noch zu Primark. Da mal schauen, die sollen wohl schöne Schlafanzüge haben. Ihr wisst ja, ich bin so Schlafanzugmaus. Ja, und ich bin jetzt auf jeden Fall, wie gesagt, auf dem Weg zur Tattoo-Entfernung und freue mich ganz doll, weil dann habe ich es nämlich hinter mir. Ich glaube, nach diesem Mal müsste alles weg sein, aber hier ist halt noch so ein ganz leichter Schatten. Hinten ist, glaube ich, sogar weg, weil hinten hatten wir auch drüber gelasert. Ich weiß nicht, ob wir hinten nochmal drüber gehen. Hier dieses kleine Stück gucken wir gleich und ja, ich würde sagen, später. Auf geht's, los geht's!
Leute, ich sehe gerade sehr fancy aus. Eben war es sogar noch heller als jetzt gerade. Interessant. Ich bin mal gespannt, wie es sich diesmal entwickelt. Ich hoffe, dass wir nicht nochmal drüber gehen müssen. Aber das sieht man eigentlich immer erst danach. Ich hoffe, dass wir die Linie dann ausgeglichen bekommen. Kann natürlich sein, dass ich nochmal hingehen muss. Ich werde jetzt zu Zara und zu Prima gehen und ich freue mich ganz doll. Ich bin einfach das erste Mal shoppen nachher. Ich kann nicht mehr. Ich war eben im Zara. Ich habe dort leider nichts gefunden. Ich hatte dort ein paar Schuhe. Oh mein Gott, ich sehe so schlimm aus. Ach du Scheiße. Ich hatte dort ein paar Schuhe gefunden. Oh mein Gott, das sieht ganz schlimm aus. Oh mein Gott. Ich hatte dort, wie gesagt, ein paar Schuhe gefunden. Die haben mir gefallen. Die waren aber dann doch zum Originalpreis. Und das waren sie mir einfach nicht wert. Deswegen, ich bin jetzt bei H&M. Und finde das Teil wirklich unfassbar schön. Wollte das mal zu einer Jeans anziehen und mir das mal angucken. Und habe noch so eine Basic-Bluse gefunden. Ich fand den Schnitt hiervon süß, weil die Ärmel so ein bisschen breiter sind. Deswegen, I try. Also ich bin nicht ganz sicher, was ich hiervon halte. Ich finde es eigentlich süß, vor allem wenn ihr euch das vorstellt in so eine Jeans. Das ist echt cute. Also ich würde das Ganze definitiv nicht mit dieser Bluse kombinieren, aber mit so einer weißen Bluse fände ich das, glaube ich, auch süß. Und ich probiere das jetzt auch mal einzeln an, weil ich will mal sehen, wie das mit der Jeans einzeln aussieht. Ja, ich kriege sie nur zweimal. Die müssen sowieso, aber ich kann mir die auch mal umschauen. Also es macht halt gar nichts für die Figur. Ich habe mir jetzt bei H&M einmal diese Weste gekauft, weil mir sind auch noch ganz viele andere Outfits eingefallen, mit denen ich das tragen könnte. Ich könnte das zu so einer Anzugshose anziehen, dann so ein Hemd drunter und dann die Weste drüber, so leicht zugeknöpft. Passend zu einer Jeans, egal ob die Jeans jetzt farblich passt oder nicht, finde ich das eigentlich ganz schön. Und zum Beispiel auch über ein Oberteil wäre schön oder pur die Weste. Ich bin mal sehr gespannt, wie das dann wirklich getragen aussieht. Mache mich jetzt auf den Weg nach Hause und werde dort für euch Videos abdrehen. Freue ich mich jetzt schon ganz dolle drauf, denn ich wollte heute weitermachen mit meinem Schrank aussortieren und wollte euch noch einen Shein-Haul abdrehen, weil auch davon noch Sachen angekommen sind. Und ja, ich würde sagen, ich fahre jetzt nach Hause und melde mich dann, wenn ich zu Hause bin, vielleicht wieder oder später, wenn ich wieder dahin fahre, wo ich in letzter Zeit immer bin. Wie sagt man das so schön? Ein weiß ich nicht bedeutet eigentlich immer ein Nein. Ich bin mir gerade echt unsicher. Ich muss das, glaube ich, gleich mal, dass ich ein Outfit anziehe und die Jacke drüber ziehe. Also die andere gefällt mir, glaube ich, tausendmal besser als das hier. Ich weiß nicht, irgendwie. Also ich habe es jetzt auch nicht zugeknöpft. Man kann das ja so tragen. Oder so. I don't know. So Leute, ich habe mir jetzt Essen gemacht, mein HelloFresh-Gericht. Bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Jetzt hat die sich hier zwischen meine Beine gesneakt. Der liegt da. Ja. Und wer kommt jetzt mit mir schlafen? Kommt ihr mit? Heia Bubu machen? Heute gibt es mal ein sehr süßes Frühstück. Ich wollte zwar ein bisschen auf Schoki verzichten, aber ich hatte heute Bock drauf. Deswegen gönne ich mir jetzt das als Frühstück. Oh mein Gott, ihr wisst gar nicht, wie sehr ich mich gerade freue. Ich habe mir heute bei Cookie Couture ein paar Cookies bestellt. Ich habe heute, beziehungsweise diese Woche, irgendwie so eine leichte Cheat-Woche. Ich bin diese Woche allein und ich genieße es einfach, so ein bisschen mehr Essen zu bestellen und nicht wirklich was zu machen. Ja, Leute, ich lieb's und das gönne ich mir jetzt. Oh mein Gott, Leute, ich muss mich hier jetzt gerade erstmal bei einer Zuschauerin bedanken, die mir geschrieben hat, dass mein allzeit geliebter Blush bei Parfum Dreams verfügbar ist. Girl, ich danke dir wirklich von Herzen, weil ohne dich, ich hätte den Blush nie wieder bekommen. Ich habe ihn mir original 3-mal bestellt. Er ist halt wirklich mein Holy Grail. Ich liebe ihn über alles und deswegen, ich habe jetzt genügend Backups, um damit den Rest meines Lebens zu verbringen. Ich freue mich da übertrieben drüber, weil ich benutze meinen schon eine Ewigkeit und ich weiß, man sollte Sachen nicht so oft benutzen, wenn sie abgelaufen sind, aber ich denke mir so ganz ehrlich, lieber habe ich jetzt ein Backup und das kommt ja aus Make-up drauf, sitzt ja nicht direkt auf meiner Haut. Deswegen, ich freue mich darüber enorm. Vielen lieben Dank dafür und an alle Mädels, die den Blush holen wollen oder holen wollten, schaut bei Parfum Dreams vorbei, da gibt es den noch. Und ja, mein absoluter Favorite Blush und ich bin so dankbar für den Tipp, Leute. Dann habe ich aber nicht nur das geholt, sondern ich habe mir auch noch andere Dinge bestellt. Unter anderem einmal Soft Glow Bronzer von Catrice, auch aus so einer Limited Edition. Ich dachte mir, wir probieren das Ganze mal aus und ich finde, der sieht echt gut aus. Also ich werde die Produkte auf jeden Fall mit euch testen. Dann haben wir noch einmal ein Rouge in so einem Ton und der Ton sieht auch mega, mega schön aus. Also bin ich auch super excited für. Und habe ich mir den zweimal bestellt? Ah, nein, es sind zwei unterschiedliche, Nala und Simba. Das hier ist noch ein Rouge, auch sehr schön. Würde ich vielleicht sogar als Bronzer benutzen. Muss ich mal austesten, sieht aber auch sehr hübsch aus. Dann habe ich mir noch das hier geholt. Maxi Matte Face and Body Bronze. Auch sehr schöner Farbton.
Bin ich super gespannt drauf. Ich weiß nicht warum. Ich finde halt, Catrice und Essence bringen meistens in den LEs tausendmal schönere Sachen raus als das, was die im Standardsortiment haben. Das ist der nächste Bronzer. Bin ich auch super excited für, weil da ist nämlich auch so ein bisschen Glitzer mit drin. So. Dann habe ich hier einmal das Soft Glam Filter Powder geholt. Werde ich ausprobieren, weil ihr wisst, Puder und ich, wir sind eine Hassliebe. Dann habe ich mir neue Schwämmchen bestellt, weil ich wollte mal so ein paar schönere haben. Und ich fand die ganz süß in diesem Rosa. Die kleinen benutze ich sowieso nicht. Die werde ich wahrscheinlich wegtun oder einer Freundin geben, wenn die jemand haben möchte. Aber die großen sind wirklich teuer und sehen echt süß aus. So, dann habe ich mir einen neuen Airbrush Blender geholt von Essence. Ihr wisst, den benutze ich immer und den liebe ich. Einmal dieses Augenbrauenbürstchen, das soll richtig gut sein mit der Seife, die ich demnächst benutzen möchte. Dann den Primer habe ich richtig gut in Erinnerung, deswegen habe ich mir den nochmal geholt. Dann habe ich mir noch einen anderen Primer geholt und zwar Poreless Blur Primer. Ich werde die Produkte alle mit euch wieder in Testvideos benutzen. Ich muss mich nur mal endlich wieder anfangen zu schminken. Dann haben wir das Soft Glam Filter Fluid Glow Booster. Das ist wahrscheinlich so wie dieses... Was war denn das nochmal? War das Charlotte Tilbury? Ich weiß es gerade gar nicht. Das, was alle Leute unter ihrer Foundation nehmen, was so glitzert. Dann habe ich mir noch einen Blush geholt. Und Leute, oh mein Gott, ich habe den gar nicht so schön online gesehen, wie er gerade aussieht. Seht euch das mal bitte. Oh mein Gott. Also das wird, glaube ich, der erste Blush sein, den ich ausprobieren werde, weil den werde ich mir dann definitiv nochmal nachbestellen. Der sieht fantastisch aus. Dann haben wir noch einen Primer und zwar Poreless Partner Primer. Mattifying and Blurring. Ich bin gespannt. Ich weiß es nicht. Dann habe ich mir das hier einmal geholt für so einen ungeschminkten Look. Und zwar Under Eye Brightener. Haben sehr, sehr viele Mädels von geschwärmt. Und ich weiß gar nicht, warum ich den nicht auf dem Schirm hatte und nicht schon mal ausprobiert hatte. Deswegen, das werden wir auch testen. Dann habe ich mir meinen Shake Fix Glow Spray geholt. Leute, das ist einfach mein liebstes Fixing Spray. Und die hatten das im Angebot, deswegen ich musste zuschlagen. So, dann haben wir zu guter Letzt noch einmal Lip and Cheek Tint Love Luck and Dragons von Essence. Ich glaube, das war auch aus einer Limited Edition. Werde ich auch austesten, bin ich gespannt. Und zu guter Letzt habe ich mir noch einmal meinen Kajal zweimal nachgeholt, damit ich den als Backup da habe. Und einmal einen Eyeliner, weil meiner neigt sich fast dem Ende und die Spitze von meinem ist auch nicht mehr so gut. Das ist ja der von Benefit, den ich benutze. Der ist super an sich, aber ich gebe keine 30 Euro für einen Eyeliner aus, wenn ich damit super selten mal eine Linie ziehe. Deswegen, das war mein Parfum Dreams Haul und wirklich vielen, vielen lieben Dank an die Zuschauerin nochmal. Heute kochen wir dieses Gericht und ich freue mich da extrem drauf, weil ich glaube, das wird richtig lecker. Ich werde das allerdings ein bisschen anders machen. Ich werde das Hähnchen in die Soße mit reinmachen und klein schneiden, weil ich mag das gar nicht, so ein Riesenstück Fleisch und ja, keine Ahnung. Ich mag das lieber, wenn es klein geschnitten ist. Deswegen werde ich das Hähnchen klein schneiden und ich würde sagen, let's go. Leute, sieht das nicht einfach amazing aus? Wie lecker sieht das Essen aus? Ich lasse das jetzt noch ein paar Minuten köcheln. Und dann werde ich essen. Die Sonnenblumenkerne habe ich schon angeröstet. Und Parmesan steht auch schon bereit. Das wird fantastisch. It looks amazing, Leute. Ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Aber es wird safe auch nochmal lecker schmecken. Ich bin gerade diese Mochis mit Pistazieneis am Probieren. Und das schmeckt so krass. Das schmeckt einfach wie Pistazieneis in Italien. So ähnlich. Nicht mal annähernd so, aber ihr wisst, was ich meine. Weil meistens schmeckt Pistazieneis in Deutschland einfach wie Marzipan. Aber es ist so geil. So, Leute. Ich habe jetzt eben mein Stretching gemacht. Eben ist jetzt schon über eine Stunde her. Habe ein Stretching gemacht, bin duschen gegangen, habe Schlafsachen angezogen. Und ich habe momentan einfach seit Monaten, locker jetzt seit 2 Monaten, eine Mundrose. Und ich habe letztes Mal gegoogelt. Und ich bin sonst eigentlich ein Mensch. Ich google nie, weil ich gar keinen Bock habe, irgendwelche Symptome da einzugeben. Aber ich wollte wissen, was das ist, weil ich hatte sowas noch nie. Und wer mich kennt und seit Jahren verfolgt, weiß, dass ich keine Abendroutine habe, keine Morgenroutine. Ich probiere keine Cremes oder sonstiges aus. Ich habe mein Make-up, was ich benutze, meine Grundbase. Und ich probiere keine Cremes. Deswegen, ich war schockiert, als ich gelesen habe, dass ich eine Mundrose habe. Und dass sowas an sich eigentlich ausgelöst wird durch zu viele verschiedene Kosmetikprodukte. Und ich denke mir so, Bro, ich bin die Letzte, die irgendwas austestet. Vor allen Dingen, was so Cremes und so weiter angeht. Weil ich da jedes Mal drauf reagiere. Meine Haut kommt damit gar nicht klar. Deswegen mache ich nichts. Außer mich abends mit einer pH-hautneutralen Seife abzuschminken. Und ja, anscheinend, nachdem ich weiter gegoogelt habe, liegt das am Sonnengehen. Und deswegen habe ich jetzt erstmal eine Sonnengehpause.
Ich würde ja gerne mal wissen, ob wenn ich mein Gesicht abdecke, das dann trotzdem extremer wird oder nicht. Ich benutze jetzt so eine Creme momentan von... Ich zeige euch die mal morgen. Ich habe mir zwei verschiedene Cremes bestellt. Ich weiß, man sollte eigentlich diese Null-Diät machen, dass man gar nichts benutzt. Habe ich versucht. Das macht nur leider absolut gar keinen Unterschied. Und ich habe jetzt eine Creme geholt, die empfohlen wurde, die man auch dafür benutzen kann. Und ich habe mir jetzt noch einmal eine Schwefelseife bestellt. Ich habe nämlich eben bei einer gesehen, die hat Schwefelseife benutzt, das immer einwirken lassen und dadurch ist es weggegangen. Und ich habe mir allgemein Sensitivprodukte benutzt fürs Gesicht waschen. Weil ich benutze halt diese pH-neutrale Seife, habe mir aber jetzt trotzdem mal so Reinigungsschaum geholt, dass das vielleicht nicht ganz so intensiv ist als Pflege. Schminken tue ich mich ja sowieso selten. Ich wollte jetzt anfangen, mich täglich zu schminken. Ja, hat super geklappt. Ich glaube, in der Kamera gerade sieht es gar nicht so schlimm aus. Ich versuche euch das morgen tagsüber mal zu zeigen. Aber ich habe halt wirklich hier so richtige Pusteln. Und jetzt hat es an der Seite auch angefangen. Hier unten angefangen. Was soll ich euch sagen, Leute? Es macht richtig Spaß. Achso, und hier ist ja Tattoo-Entfernung. Deswegen habe ich da auch ein bisschen Creme aufgetragen. Aber ja, keine Ahnung. Also ich habe jetzt seit... seit drei Tagen trage ich die Creme auf. Davor habe ich wirklich gar nichts aufgetragen, habe das komplett in Ruhe gelassen, nachdem ich das gegoogelt habe. Aber die Creme soll wirklich okay sein. Ich werde das jetzt mal eine Woche ausprobieren und gucken, wie ich damit klarkomme und gucken vor allen Dingen auch, ob es besser wird. Ja, und dann werde ich mal versuchen, mit der Schwefelseife zu arbeiten. Und was ich auch gelesen habe, ist schwarzer Tee. Das Lustige ist, im Normalfall, ich benutze halt wirklich gar keine Produkte und jetzt fange ich an, Produkte zu benutzen. Aber ich... Kennt ihr, man will halt irgendetwas dagegen tun, damit es schneller weggeht, weil ich jetzt versucht habe, nichts zu machen die letzten Wochen und Monate. Und es bringt halt nichts. Also wenn ich nichts mache, es bringt halt gar nichts. Und deswegen, ich muss irgendwas machen, dass es weggeht. Was auch sein kann, ist, weil ich die Pille abgesetzt habe, wegen meinen Hormonschwankungen, dass mein Körper jetzt darauf reagiert. Ich bin so hart genervt davon, ne? Ihr wisst nicht. Ja. Ich bin auf jeden Fall jetzt im Bett. Ich werde jetzt, vielleicht hilft das nämlich dagegen, mein Grapefruit-Kern-Extrakt nehmen. Das hilft nämlich auch gegen solche Sachen von innen. Glänzt es einmal aus. Und ja, das bin ich jetzt auch seit 4 Tagen am Nehmen. Let's see. Mal schauen, was wird, ne? Ja, meine Haare bin ich auch jetzt jeden Abend schön am Pflegen und habe heute auch Needling wieder hier gemacht im vorderen Bereich. Das Problem ist, mich würde mal interessieren, wer noch seine Kopfhaut von euch needelt. Und zwar, wenn ich den gesamten Bereich hier komplett needle, Leute, mein Kopf juckt wie die Hölle. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und deswegen bin ich hier in dem Bereich, wo ich wirklich intensiven Haarausfall habe und auch Babyhaare habe, momentan mehr am drüber gehen, was das alles angeht. Anstatt hier hinten. Aber ich versuche jetzt trotzdem 2-mal die Woche wirklich komplett zu machen. Und ja, so 2-3-mal die Woche wirklich vorne im Bereich mindestens zu machen. Und einmal halt komplett. Deswegen mal schauen. Meine Längen sind auch ein bisschen Katastrophe momentan. Ich habe jetzt auch mir so ein Overnight-Cream-Zeug geholt, was ich immer abends jetzt in die Längen mache statt ein Öl. Weil anscheinend funktioniert es besser für mich. Ich weiß es auch nicht. Ich will jetzt wieder ein bisschen mehr auf Haarpflege achten, weil das habe ich auch in letzter Zeit echt vernachlässigt. Und ich benutze ja momentan sowieso Tiefenreinigungsshampoo, um die Haarfarbe rauszubekommen. Ja, und dadurch trocknen meine Haare natürlich wunderbar aus. Deswegen musste ich jetzt wieder auf Pflege zugreifen. Und lang sind meine Haare ja mittlerweile, Gott sei Dank. Aber wir wollen an der Dichte arbeiten. Und dieses Jahr wird das Jahr des Cleansings, alles wird sauber gehalten, egal ob Körper von innen, von außen, werden uns um alles kümmern. Das hier wird kein Problem mehr sein, meine Haut wird wunderschön. Und ja, die Mausis sind schon am Schlafen, eingekringelt wie so kleine Kringel. Ich werde jetzt mein Buch weiterlesen. Ich bin übrigens momentan Wedding Date am Lesen. Das Buch ist ganz schön spicy. Ich mag und liebe übrigens den Farbschnitt, wunderschön. Ich bin jetzt auf Seite 250 angekommen, heißt, ich habe noch so um die 110 Seiten, ich glaube, es waren 360 Seiten. Ja, ich werde jetzt noch meine letzte Portion an Grapefruit-Kern nehmen und ab morgen geht es für mich mit Türkisch lernen zu Hause los, weil ab morgen wäre eigentlich der türkische Sprachkurs. Aber da er ja ausgefallen ist, habe ich mir die Bubble-App gemacht und werde morgen von zu Hause aus lernen. Das Gute ist, ab morgen bin ich nicht mehr alleine und habe ein bisschen Hilfe dabei, falls ich Fragen habe. Und ja, ich bin die letzten Tage auch regelmäßig Türkisch am Lernen. Also
es fängt schon ganz gut an, aber morgen will ich es halt wirklich machen, wie so schulische Unterrichtsstunden und dann schauen wir mal, was wird, ne? Ich bin schon ganz schön müde. Ich war auch eben richtig müde, bis ich noch mein Stretching gemacht habe. Übrigens, ich habe mir so unfassbar süße Lesezeichen bei Etsy bestellt, Leute. Ich kann nicht mehr. Wie süß sind bitte, hoch, wie süß sind bitte diese Lesezeichen? I love it. Ich habe die ganze Zeit so Papierlesezeichen gesucht, weil ich mag diese aus Acryl und sowas nicht. Das ist mir alles zu dick für meine Bücher. Ich will meine Seiten nicht kaputt machen. Und ja, ich werde jetzt noch lesen und dann schlafen. Ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht. Wir sehen uns endlich mal mit Tageslicht. Wow, ich kann es ja gar nicht glauben, dass ich wieder vlogge. Ich habe das Buch Wedding Date gerade beendet. Das Buch war wirklich toll. Also es war spicy, eine tolle Story. Ich habe sogar ein bisschen ein paar Tränchen vergossen. Es hat mir wirklich toll gefallen. Also ganz, ganz tolles Buch. Absolute Buchempfehlung. Es war spannend von Anfang bis Ende. Es war jetzt nichts übertrieben Außergewöhnliches. Also man konnte schon erahnen, wie es endet. Aber ein ganz, ganz tolles Buch. Also absolute Buchempfehlung von mir. So, ich habe mir jetzt einmal mein Essen von gestern warm gemacht. Ich werde mir jetzt noch Parmesan drüber machen und gucke nebenbei türkische Serien, um türkisch zu lernen. Frisch geduscht ist einfach das beste Gefühl auf dem Planeten. Dann noch frisch gewaschene Haare. Nice. Lieben wir sehr. Ja, ich glaube, Farbe ist komplett draußen. Ich bin noch nicht ganz sicher. Ich werde mir das morgen im Tageslicht mal angucken. Aber ich glaube, we did it. Und das Geniale ist, mein Ansatz ist ungefähr hier. Das heißt, mein Ansatz kann jetzt anfangen rauszuwachsen. Und ich werde morgen mal gucken wegen der Extensions-Farbe. Ich hoffe, mein DM-Paket kommt morgen übermorgen. Kann ich die nämlich einfärben und einsetzen. Dann habe ich nämlich mehr Volumen. Und dann schauen wir mal. Ich fühle mich gerade auf jeden Fall richtig wohl. Das hatte ich lange nicht mehr. Das ist toll. Sehr angenehmes Gefühl. Und ja, meine Haare sehen gut aus. Ich habe die übrigens eben frisch geschnitten. Mein Curtain Bangs habe ich mehr eingeschnitten. Heute ist zwar kein guter Haarschneidetag laut Mondkalender, aber das war mir eben, um ehrlich zu sein, relativ egal. Ich zeige euch das mal mit Licht, weil ich es einfach hinter mich bringen wollte. Und ja, jetzt seht ihr es auch nochmal mit dem Ansatz. Aber ich finde das jetzt gar nicht so schlimm. Jetzt habe ich hier eine Fussel hängen. Schön. Ja, ne? So sieht der ganze Spaß jetzt aus. Und ich bin mal gespannt, wie das morgen aussieht, so wirklich so komplett im Tageslicht. Ich muss mich, glaube ich, noch daran gewöhnen, weil irgendwie ist es doch anders. Mein Ausschlag ist immer noch am Start. Schauen wir mal, ne? Auf jeden Fall, Haare sind ausgewaschen und ich werde jetzt noch ein bisschen lernen. Ich muss ja mal eine Sache gerade loswerden, ne? Und zwar, ich lerne ja jetzt seit über einer Woche Türkisch und kann mir mal irgendjemand erklären, warum die so viele Hallo- und Tschüss-Formen haben? So, willkommen, hallo, guten Tag. Bro, sag doch einfach hallo und tschüss. Oh mein Gott, warum brauchen wir denn so tausend verschiedene Formen wie willkommen, tschüss, güle güle und keine Ahnung was alles. Ich bin so überfordert mit diesen ganzen Worten, dass ich so durcheinander komme. Crazy, crazy, crazy. Aber ansonsten läuft es ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie lange ich brauche, bis ich halbwegs Sätze reden kann. Ich bin übrigens hier dabei. Ich hoffe, dass es ein bisschen schneller verheilt. Irgendwie macht mir das diesmal ein bisschen Sorgen. Mal sehen. Ich bin dann auch mal zu Hause. Ich habe mir gerade ein Lashlifting gemacht, bin mit euch auf TikTok live gegangen und habe mir jetzt einmal mein Waxing-Zeug aufgetragen, da wo ich es auch immer auftrage. Und zwar einmal hier, 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 hier und hier. Ich würde sagen, wir ziehen das jetzt zusammen ab. Habt ihr vielleicht auch was Spaß beim Zugucken? Hm? Ja. Gar keinen Bock gerade da drauf. Aber egal. Es war eigentlich gar nicht mein Plan heute, irgendwas zu waxen, aber ich dachte gerade spontan so, komm, jetzt mal wieder an der Zeit. Oh, kein Bock. 1, 2, 3. I hate it. Scheiße, heute ist so ein richtig empfindlicher Tag. Kennt ihr das? Hat jetzt richtig Bock, das hier abzuziehen. Gar nicht. Wir könnten es auch einfach so lassen. Können wir es als Trend machen, auch hier mit diesem Faden und so. Oh, gar keinen Bock. Oh, das ist
tat nicht so weh, da waren nicht so viele Haare, aber ich musste auch langsam reißen wegen dem Ding. Ich habe das ein bisschen zu nah geklebt eben. Ich frage mich jedes Mal, wie ich mich motiviert kriege, einfach zu ziehen. Es wird auch gleich toll aussehen fürs Video. Ich habe das ganz, ganz schlau und ganz toll geplant hier, so kurz vorm Video drehen. Waxing. Egal, ich dachte mir, guck mal bitte, wie süß sie ist. Ich dachte mir, ich nehme euch wenigstens mal dabei mit, weil ich habe irgendwie die letzten Wochen so wenig gefilmt. Ist gefühlt ein Haar rausgegangen und dann tat das so weh. Oh, ich habe keinen Bock da drauf. Mm. Oh, das war erst 1-2 cm und das tat so weh, als hätte ich das ganze Ding schon runtergerissen. Mm. Oh, warum tut das heute so weh? Maus, kannst du ziehen? Kannst du ziehen? Bitte? Mm. Oh, das ist das erste Mal, dass das so weh tat. Vielleicht liegt das daran, weil ich vor einer Woche oder so meine Tage hatte. Oh, kein guter Tag. Kein guter Tag. Vielleicht sollte ich nächstes Mal erstmal so eine Probestelle machen, ob guter oder schlechter Tag ist. Aber kennst du, dann ziehst du sowieso nicht durch. Ja. Ich würde voll gerne mal meine Nase entwachsen. Ich mache das immer mit so einem Nasenhaarrasierer. Aber ich glaube, ich traue mich nicht. Ich habe zu doll Angst, weil meine Nase gemacht ist. Die war zu teuer, um das zu machen. Nee, Leute, Spaß beiseite. Also, ich habe da echt Angst. Ich würde das, wenn mit meinem Partner zusammen machen, dass er so zieht. Aber der wird da zu viel Spaß dran haben. Ja. Boah, das. Es tut gut, wenn der Schmerz gerade nachlässt. Ja, ich werde jetzt ein Video für euch drehen. Ich werde jetzt noch meine Mäntel und Jacken aussortieren. Ein Shein-Haul für euch drehen. Und mich dann auch wieder auf den Weg zurück machen. Und vielleicht noch zur Werkstatt fahren, weil ich muss mit dem Auto unbedingt in die Werkstatt. Meine Scheibenwischer funktionieren nicht. Die Sicherung ist anscheinend rausgeflogen. Die Frage ist, ob ich das heute schaffe oder morgen mache. Ich tendiere zu morgen. Ah, und ich wollte mein Make-up noch raussuchen. Guck, mache ich jetzt noch. Und vielleicht heute Abend meine Nägel machen. Ich bin gerade meine Nägel am Machen und das ist der Zwischenstand. Wir kleben jetzt noch Strasssteine auf und ich blende euch hier mal mein Inspo-Bild ein. Ich finde, ich habe es echt gut hinbekommen. Die Farbe habe ich mir übrigens selber zusammengemischt aus Gel und Nagellack. Es sieht richtig toll aus. Und die andere Hand habe ich komplett in Rot gemacht. Ich bin obsessed. Können wir kurz darüber sprechen, wie wunderschön meine Nägel geworden sind? Ich bin so verliebt. Oh mein Gott, Leute. I mean, how perfect. How perfect. Die sind 1:1 geworden wie meine Vorlage. Ich bin verliebt. Ich habe es richtig gut hinbekommen. Und das mit den Strasssteinen ging richtig, richtig schnell. Also, wenn das so weitergeht, bin ich verliebt in Farben. Ich hatte mir ein paar Sachen bei DM bestellt. Unter anderem einmal diese Haarfarbe hier von Rel in Dunkelblond, um meine Clip-In-Extensions einzufärben. Ich habe auch noch mehr Packungen und damit werde ich die auf jeden Fall einfärben. Das hat für mich bisher immer super funktioniert. Dann habe ich mir einmal ein Kakaopulver geholt von Kova. Ich bin sehr gespannt darauf, weil ich muss sagen, ich mochte erst deren Kakao gar nicht. Jetzt habe ich gelernt, deren Bananendrink lieben zu lernen. Und das hier ist halt nicht nur Kakao, sondern hat noch so andere, ja, Geschmackssachen mit drin. So ein bisschen weihnachtlich ist auch eine Special Edition. Deswegen dachte ich mir, probieren wir das mal aus. Dann habe ich mir ein Ultra Sensitive Duschgel geholt und viele hatten mir geraten, ein Haarspray von Nivea zu holen. Deswegen habe ich das hier mal ausprobiert. Beziehungsweise geholt, um das Ganze auszuprobieren. Ich liebe es auch, wie hier überall so kleine Haare rumliegen. Dann haben wir einmal sensitiven Reinigungsschaum und pflegendes Reinigungsöl. Und ich hatte bei Jenny diese Lippenkombi gesehen von Maybelline, die... Boah, ich weiß gar nicht, wie die Nummer hiervon ist. Wo steht die Nummer hiervon drauf? Ah, hier.
94F. Bin ich sehr gespannt drauf. Und dazu passend hat sie den Lippenstift von L'Oreal in der Farbnummer 642 Glow Paradise genommen in Beige Eden. Oh mein Gott, diese Kombi sah so hübsch aus. Das werden wir auf jeden Fall austesten. Und das ist auch schon mein kleiner DM-Haul. Heute bringen wir die Mäuse zu meiner Tante, damit ich morgen entspannt zu meiner Masterclass fahren kann. Meine kleinen Babys sind aber noch im Schmusemodus. Guten Morgen. Wir haben einfach 5.08 Uhr. Ich heul doch. Ich bin jetzt fertig gemacht. Ich muss nur noch meine Lippen nachher im Auto machen. Habe jetzt mehr Haare reingemacht, bin angezogen. So Leute, dann waren wir auf der Schulung von der lieben Patricia und die haben das wieder so unfassbar toll gemacht. Also es war der Wahnsinn. Unser Modell war wunderschön und es hat einfach nur Spaß gemacht, wieder so viel Neues dazu zu lernen. Und ich liebe es, an der Masterclass von ihr teilzunehmen. Ihre Arbeit ist wirklich der Wahnsinn. Also falls ihr eine Permanent-Make-up-Schulung machen wollt, geht auf jeden Fall zu ihr. Und die Schulung war wirklich toll. Ich war nur am Ende wirklich richtig, richtig kaputt, weil dieses stundenlange Lernen ist natürlich anstrengend für den Körper. Fabel hat, wir sitzen hier gerade im Auto. Ich habe vor lauter Schreien wegen dem Motor. Wir sitzen im Smart, wohl bemerkt. Ich habe einfach keine... Vlog einfach. Ich habe einfach keine Stimme mehr. Die süße Maus ist übrigens da. Kennt man dich von dem letzten Video? Weiß ich gar nicht. Mensch. Hallo? Ich weiß es nicht. Das ist Lea. Peace. Gefühlt meine Marketing-Managerin. Wir sind jetzt bei Mc's, haben uns Essen geholt und fahren gleich weiter nach Hause. Ohne Fleisch. Ja. Das gibt sogar vegane Nuggets eigentlich, oder? Ja. Warum hat ihr das aber nicht vorgeschlagen? Du hast doch gefragt, ob es noch was gibt ohne Fleisch. Einfach wieder zurückfahren. Ey, cool. Ich meine, wir müssen nur links reinbiegen. Nee, aber Leute, das hier ist bester Tipp. Ist das nicht schlau? Schon Fuchs. Ja. Oh Leute, ich bin so kaputt und müde und durch mit dem Tag. Kann ich mehr. Also, es war ein super toller, erfolgreicher Tag, ein super lehrreicher Tag. Aber ich bin einfach komplett durch, müde, will einfach nur noch schlafen, habe nicht mal Bock, mich gerade abzuschminken. Werde ich aber trotzdem gleich machen. Groß, ich muss. Weil meine Haut hier ist Katastrophe, meine Stirn ist am Glänzen, keine Ahnung was, hat die auch eine lange Zeit nicht mehr, dass meine Stirn glänzt. Ja gut, ne? Also, ich habe es geschafft, es war sehr schön. Also, wer permanent Make-up haben will, call me. Ich setze euch den Link mal unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr mich einfach über WhatsApp kontaktieren, um einen Termin für Lippen- oder Augenbrauen PMU zu vereinbaren. Und ab März wird es auch noch eine richtig coole Neuheit geben. Ich werde mich morgen mal in Ruhe hinsetzen und euch alles zur Schulung erzählen, weil ich bin gerade einfach zu müde. Es war so unfassbar, was wir heute alles Neues dazu gelernt haben. Patricia, Kuss geht raus. Also die Maus ist wirklich der absolute Wahnsinn, was sie da jedes Mal mit ihrem Mann zusammen auf die Beine stellt. Wirklich Chefskiss mehrmals. Wirklich ein Traum. Also Gail Garmisch und Patricia, die zwei, top. Ja, falls ihr permanent Make-up-Schulung wollt, Leute, geht dahin. Absolute Empfehlung von mir. Ihr wisst, ich lerne seit Jahren bei Patricia. Ich bin auch jedes Jahr wieder auf der Masterclass, um jedes Jahr wieder was Neues zu lernen. Ich habe mich heute Nacht kaputt gelacht, weil ich gesagt habe, ich würde ja gerne woanders hingehen und Schulung machen. Ich weiß nur, dass es nirgendwo anders so gut ist wie bei ihr. Und ja, I'm in love, I'm obsessed, das muss man auch mal appreciaten und dementsprechend vielen lieben Dank dafür, Leute. Wie gesagt, solltet ihr einen Termin für Permanent Make-up buchen wollen, schreibt mir gerne, meldet euch bei mir. Ich werde jetzt Schlafi machen, morgen in die Wohnung fahren, da werde ich euch mitnehmen und dann abends die Mäuse abholen. Ich vermisse die Mäuse ganz doll, ich hätte die am liebsten auch jetzt abgeholt, aber ich kann nicht mehr, ich habe noch eine Freundin nach Hause gefahren. Musste dann von da aus noch 40 Minuten nach Hause. Ich muss seit anderthalb Stunden Pipi machen und habe mich erst bei euch gemeldet. Ja, ich würde sagen, ich gehe mich jetzt abschminken, schlafen. Ich bin müde. Leute, ich habe mir bei Starby einmal diese Sachen hier geholt. Bin super gespannt, wie es schmeckt. Ich habe da eine Ewigkeit nichts mehr gegessen, aber ich hatte Lust auf Kuchen. Leute, ich habe mir das erste Mal wieder nach einer halben Ewigkeit teurere Schuhe zugelegt, weil ich habe keine schwarzen Sneaker. Und deswegen habe ich mir die hier mal zugelegt, denn ich brauchte schwarze Schuhe. Gerade jetzt zu den Basic Outfits.
Ich bin gerade meinen ganzen Kleiderschrank am Ausmisten und hole halt jetzt Stück für Stück noch ein, zwei Kleinigkeiten, die mir noch fehlen. Und das waren einmal schwarze Sneaker. Ich muss sagen, die gefallen mir echt gut. Das sind ja diese Adidas Campus Schuhe. Ich finde, die sitzen schön am Fuß, sehen toll aus. Also egal, ob jetzt zu grau oder so. Die sehen halt nur in Real Life, ihr seht das auch on camera, nicht ganz schwarz aus. Und ich muss mir hierfür noch Imprägnier-Spray holen, damit das Wildleder geschützt ist. Aber es sieht wirklich sehr hübsch aus. Also gefällt mir richtig gut. Jetzt fehlt mir nur noch ein paar beige Schuhe. Ich hatte mir New Balance angeguckt oder auch Adidas Campus. In so einem nudigen, neutralen Beige-Ton fand ich sehr hübsch. Bin ich aber noch nicht sicher, welche ich mir hole. Vielleicht hole ich auch beide, damit ich wirklich mal genug Sneaker da habe. Aber ja, das war auf jeden Fall sein Geld wert und sieht sehr hübsch aus. Ich habe jetzt mein Päckchen aufgemacht, habe euch ja schon die Schuhe gezeigt. Ich habe mir das erste Mal wirklich nach einer Ewigkeit teure Sneaker geholt. Meine ersten teureren Sneaker waren vor, ich würde sagen, 1,5, 2 Jahren, die New Balance Sneaker. Da hatte ich mir 2 Paar geholt. Das eine liebe ich immer noch, die anderen hatte ich dann verkauft, weil ich die nicht so oft getragen habe. Und ich habe mir halt jetzt vorgenommen, weil ihr wisst ja, ich gebe für Taschen kein Geld aus. So, also kein großes Geld. So, ich habe die Taschen, die ich habe und alles, was ich habe, ist Imitat. Aber ich habe jetzt meinen Fokus mal auf Schuhe gelegt, dass wenn ich mir was Teureres zulege, dass es Schuhe sein werden, damit ich davon auch wirklich was habe. Weil ich habe viele Schuhe, auch viele schöne Schuhe, aber keine Sneaker. Also keine so richtigen schönen, ja, Schuhe für den Alltag, wisst ihr, um wirklich gute Outfits zu kombinieren. Und daran will ich arbeiten. Schuhe sortieren wir auch noch separat aus. Ich werde jetzt gleich weitermachen und für euch das Oberteil-Aussortierungsvideo drehen. Und dann werde ich mal schauen, denn ich habe mir eine App runtergeladen, in der könnt ihr eure ganze Kleidung einfach einscannen, so gesehen, also fotografieren, und der scannt das dann so gesehen für euch ein, nimmt den Hintergrund raus, und in der App könnt ihr auch Outfits planen mit euren eigenen Kleidungsstücken. I mean, wie genial ist es? Ich habe 6 Euro für die App bezahlt. Ich werde euch dazu aber ein separates Video abdrehen, weil ich das super, super interessant und spannend finde. Und ja, ich würde sagen, ich lege jetzt mal los, weil wenn ich hier gleich sitzen bleibe, lege ich mich genauso hin wie die Mäuse und penne nämlich ein. Ich bin nämlich absolut müde. Ich war heute Morgen schon unterwegs und muss gleich auch noch zur Post Pakete abholen. Mal gucken, was da angekommen ist. Ich habe hier gerade maximales Chaos in der Wohnung, weil jedes Mal, wenn ich hier bin, also nur hier im vorderen Bereich, bin ich halt Sachen am Sortieren, am Aussortieren, und ja, dementsprechend ist hier gerade ein bisschen mehr Chaos als normalerweise, aber ist nicht schlimm, das kriegen wir auch wieder in den Griff. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal weiter. So, ich bin jetzt gerade Suppe am Kochen, und zwar Brokkoli-Kartoffelsuppe mit Pinienkernen, und ja, ich würde sagen, weiter geht's. Wie heftig sieht bitte das Essen aus? Ich freue mich jetzt so dolle da drauf. Die Suppe schmeckt richtig gut. Ich habe schon eben probiert. Es ist unnormal lecker geworden. Also das hier werde ich definitiv nochmal bestellen.